Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise hier auf der Insel zwischen Mutanten und Kannibalen in Sons of the Forest. Ja, es ist wieder Winter. Ich stehe hier gerade mit Kelvin schön am Feuer rum, ne? Ihr könnt sich auch ein bisschen hinhocken. Mir war gerade noch ein bisschen kalt und deswegen sitzen wir rum. Ich habe mal, wie ihr seht, noch ein bisschen offscreen was vorbereitet. Den hatten wir ja schon aufgebaut gestern. Dann habe ich hier ganz viel Steine schon mal gesammelt. Denn hier sind auch noch zwei Türme. Ich habe ganz viel Holz gesammelt. Ich habe oben an allen Stationen alles voll, bis auf da vorne. Da fehlt mir noch vier hier. Aber gut, wie ihr seht, hier sind die ganzen Fallen. Jetzt müssen wir uns mit Steinen eindecken, dass wir die Fallen mal eben noch mal ein bisschen verstärken können. Ja, aber mir ist jetzt die ganze Zeit kalt, obwohl ich diesen Dings habe. Obwohl ich den Winteranzug anhabe. Und trotzdem ist mir die ganze Zeit kalt, was ziemlich schäbig ist, ne? So. Ja, bis jetzt bin ich, sind schon ein paar reingelatscht hier. Nicht hauen. Ja. Verbrauchen wir erstmal die Steine, weil ich habe festgestellt, jetzt im Winter findet man gar nicht so viel Steine hier, ne? Hier ist auch noch ein Feuer, was hier rumliegt. Hängt unser Feuer da oben eigentlich noch? Ja, das hängt da noch. Jo, guten Tag. Da waren wir. Ja, manche sind nicht ganz so toll. So, die müsste ich eigentlich schon gehabt haben. Ne? Ja, hier ganz drumherum habe ich es gemacht. Ne? Hier habe ich schon mal ein paar eingedeckt, hier alle. Ja, vor lauter Schnee sieht man jetzt natürlich noch nicht mehr, welche schon fertig sind und welche nicht. Ne? Ist ein bisschen blöd. Hier sind ein paar, hier ist das Tor, genau, deswegen sind da keine. Das sagen kann nicht sein, hier war ich doch noch gar nicht. Na toll, verletzt. Super. So. Ja. Und dann können wir mal rüber, ne? Da, wo wir die goldene Rüstung gebrauchen können. Und dann mal gucken, dass wir das Spiel vielleicht schon mal zum Endstadium kriegen. Was ich auch immer gern vergesse, ist, ich würde das hier jetzt mal eben auf die 1 legen. Also alle werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Dann brauche ich nämlich nicht ständig in den Rucksack greifen. Aber wir haben eh nicht genügend Dings, ne? Und jetzt ist mir auch immer kalt, obwohl ich den Winteranzug anhab. Das ist total bescheuert. So. 8 Steine collected, 9 Steine collected. So. Schön kalt ist es hier, ne? Sieht irgendwie alles so falsch aus, oder? Hallo, Kelvin.
Aber ja, das gehört auch dazu, um uns hier safe zu machen. Jetzt hätte ich gern so ein Artefaktteil, womit wir Zombies rufen. Dann könnte man das hier zu einem coolen Abschluss kriegen. Dann mal gucken, die Hütte auf einreißbar stellen, vorher Speicherstand machen, klar, aber na, weil wir wollen ja noch die Updates spielen. Da würde ich gern, wenn möglich, auf diesem Spielstand bleiben. Deswegen auch, bevor wir rübergehen wegen der goldenen Rüstung. Bevor wir da was anfangen, würde ich natürlich vorher einen Speicherstand hier machen, den wir behalten, und dann würde ich noch mal einen extra Speicherstand machen für die goldene, für das Ende, ne? Ja, weil ich ja auch noch nicht weiß, was da überhaupt auf uns zukommt. Ja, wie ich ja sagte, werden jetzt mal ein paar geschmeidige Baurunden, ne? Von daher auch okay, finde ich völlig fein so. Dieses Bauen gehört halt zu einem Survival-Game dazu. Das ist für mich einfach so. Ich könnte Kelvin mal Steine schicken holen, während wir hier an den Türmen weiterbauen. Das könnten wir machen. Können wir dann danach vielleicht noch ein paar Fallen aufbauen. Verstärken. Also ich würde auch den Spielstand deswegen behalten, falls ich nochmal Lust habe, hier was anzubauen. Wenn neue Baudinger kommen, vielleicht auch die auszuprobieren. So, wo ist denn der gute Kelvin? Komm mal her. Nicht hier nur rumgammeln, mein Freund. Hol Steine und Behälter füllen. Vielleicht findet er ja ein paar. Da müssen wir aber die Tore auch wieder auflassen, damit er raus und rein kann. So, wo waren wir zuletzt? Hier im Busch hatten wir schon. Ach, Virgie, erschreck mich nicht immer so. Nein. So, dann lasst uns mal ein bisschen eher Türme aufbauen wollen. Fangen wir mit dem hier an. Und da will er raus. Oh ja. Immer ein bisschen drauf achten, ne? Ja, die. Die brauchen wir ja, ne? Ja, guck mal. Ist doch genau passend gemacht hier. So, dann kriegen wir den zweiten Turm hier rein. Dann haben wir hier eine gute Verteidigungslinie für alle Seiten. Ich will noch mal gucken, ob man die nicht noch mit Brücken verbinden kann. Das wäre auch noch geil. Kann man bestimmt. Aber geil wäre ja, wenn ich direkt am Turm so eine Brücke anbauen könnte. Ah, die Freunde der Freunde, die Nachbarschaft ist da. Guckt mal einer an. Ja. Ey, ist der durch meinen Zaun gehüpft? Was ist da denn für ein Scheiß? Da habe ich im letzten Moment verzogen, wohl. Was ist mit ihm, ey?
Oh, 4, das passt. So. So, da haben meine Fallen doch schon geholfen hier. Wunderbar. Aber nichts in Ruhe arbeiten nicht, ne? Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, da kommen Babys. Wo ist das Schwert noch gewesen? Da. Ja. Ich sag's ja, da kommen Babys. Oh. Na ja, komm. Na, spring doch. Ach, du Arsch. Ah, wenn die von der Seite sind, ne? Hier sind immer noch so viele, ehrlich. Was ist denn los hier? Viele sind denn das, ey? Was das jetzt mal? Aber die kann man echt gut mit Block und Dings wegmachen, ne? Mit dem Schwert. Sehr cool. Es ist ganz schön düster hier mit dem. Nein! Hier. Mist. So. Nicht aufgepasst. Ja gut, wir haben ja noch ein paar Türme, von daher nicht ganz so schlimm, ne? Seile bräuchten wir noch ein paar. Ja gut, wenn uns was fehlt, hier gibt es ja gegenüber noch ein Dorf, das könnten wir ausnehmen. Wollte ich sowieso immer mal machen. Das brauche ich auch, wenn wegen der Totenköpfe, dass wir hier noch mal ein bisschen mit Totenkopflampen ausleuchten. Weil einfach geil, ne? Wie schnell der Scheiß hier weggeht, ne? Und wir brauchen noch, also ich schätze nicht, dass wir alle fertig kriegen, selbst wenn ich von oben alles runterhole. Aber werden wir tun und dann geht es relativ schnell weiter, ne? Oh. Weil, wie gesagt, ich will das hier jetzt auch fertig kriegen, um dann auch die Mods auszuprobieren. Backup vom Spielstand ziehen, Mods ausprobieren und dann gucken wir mal, ne? Ah, guck mal hier, das Türmchen ist gleich fertig. Perfekt. Kelvin sammelt Feinsteine. Ist doch geil.
Aber das fand ich jetzt auch blödsinnig, dass der eine hier so durch den Zaun durch kann. Super, ey. Läuft ja. Dafür mache ich mir hier die Mühe. Baue mir hier den riesen Zaun auf, dafür, dass sie so easy hier rauskommen. Ist schon ein bisschen blöd, ne? Da ist auch schon wieder irgendwer. Na, die muss ich leider so machen. Ne, war nur unser Kelvin. Oh ja, bring mir Fisch. Das ist gut. Danke, Lady. Danke. Danke. So, wollen wir den Fisch doch gleich mal wegpacken, oder? Ich habe nämlich nicht mehr so viel auf dem Trockenständer drauf. Im Moment lebe ich von dem, was Virginia mir bringt, ne? Wollen wir uns mal ein bisschen aufwärmen. Wahnsinn, wie viel Holz hier so drauf geht. Das ist total verrückt, ey. So, zwei halbe. Hier ist ein halber. Hier draußen steht, glaube ich, noch ein. Oh, Veggie, ey. Hier hinten steht noch einer rum. Was wegkommt, kommt weg. So. Jetzt brauche ich noch sechs Bretter. Das Feuer da oben, echt saugeil, ne? So. So, zwei Brettchen noch. Ja, sehr geil. An den Turm auch schon ready. So, machen wir jetzt die Seite fertig. Dann kann das Ding irgendwann weg. Nee. Nee. Was ist denn jetzt hier? Nimm doch mal so einen Baumstamm, du Pfeifenheinz. Man muss ja nicht so viel aufbauen, aber überlegt mal, was wir hier an Material durchgejagt haben. Für die Brücke, das Haus, das Dach, den Zaun. Ist schon einiges für drauf gegangen, ne? Wahnsinn. Das an. Alles leer schon wieder. Wahnsinn. Wie schnell, wie lange man braucht, um das zu sammeln und wie schnell man das verballert hat, ne? Das ist echt verrückt, ey.
So, die nächsten beiden Türme machen wir dann auch im Schnelldurchgang fertig, damit wir die heute noch ein bisschen fertig kriegen, ne? Ich gehe dann jetzt mal das restliche Holz wieder zusammensuchen. Und dann, jetzt bringt ihr mir auch einen Stein oder was? Witzig. Danke. Kelvin findet jetzt wenigstens Steine. Okay. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich die Dinger hier fast wieder ganz voll gekriegt. Bis auf einen Baumstamm. So, ich mache jetzt hier den Schnelldurchlauf mit euch. Und dann bis gleich. So, Nummer 2 ist fertig oder insgesamt Nummer 3 eigentlich schon. Dann gehen wir jetzt hier den letzten aufbauen wollen. Ja. Sehr geil. Dann geht's hier weiter im Schnelldurchlauf. Ja, okay. Da ist auch dieser Turm fertig. Perfekt. So, was ich jetzt noch machen wollte. Die Tür zu auf jeden Fall. Nein, wir haben doch hier noch den. Wir haben da noch ein paar Sachen stehen und ja. So. So. So, jetzt ist das Lagerfeuer hier nämlich weg. Verdammt. Was macht er da? Hm? Ja. Ach, das hätte ich drehen müssen, ne? Ja. So möchte ich das ja schon haben, ne? Ach, Quatsch hier. Jetzt werft das doch wieder weg. Noch kleiner kann man es aber, glaube ich, nicht schlagen, ne? Nee. So. So, und dann kann man hier das Lagerfeuer jetzt auch noch mal schön. Nein.
Hier. So, im Sommer sieht man das dann auch wieder besser hier. So, noch ein bisschen das Lagerfeuerzeugs hier, dass wir das Holz hier entsorgt haben, ne? Sollen wir das denn noch mitschleppen? So, jetzt kann ich hier noch mal hier. Können wir das mal machen? Jetzt nehmen wir uns mal einen hier. Und dann machen wir das Lagerfeuer wieder fit. Wenn wir das hinkriegen, ne? Nein. Nein, 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 nein. So, ey. Oh Mann. Das ist im Schnee echt schwer hier, ne? Hier die richtige Stelle dann finden, ist scheiße. Und dann müssen wir vielleicht erst noch den richtigen Stock da drauf machen. Jetzt ist alles weg, auch die Steine? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja gut, dann bauen wir hier kein großes Lagerfeuer mehr, wenn die Steine immer weggehen. Das ist ja Blödsinn, ne? So, der hätte die 4 Stämme gebraucht, ja. So, dann kann das hier erstmal weiterbrennen. Aber wir haben noch ein paar, ne? Na. So. Das wird ein riesiger Haufen. Aber das macht nichts, ne? Dann haben wir es hier zumindest mal ordentlich. So, so, that's it for today. So, perfekt hier, ne? Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Runde heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso wie wenn ihr euer Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt, oder auch eure Kommentare. Also schreibt reichlich, klickt die Glocke noch an, damit ihr immer up to date seid. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.